jetzt in den Freitagnacht-News. Danke, Schröder. Der DAX fällt auf ein 8-Jahres-Tief und muss sich warm anziehen. Weg vom Stress, Rainer Kallmund macht mal Urlaub. Und Feigling. Mike Tyson präsentiert seinen nächsten Gegner. Die Freitag-Nacht-News, präsentiert von Henry Gründler. Hallo und herzlich willkommen zu meinen Freitag-Nacht-News. Mein Name ist Henry Gründler und ich präsentiere Ihnen heute meine Lieblings-Freitag-Nacht-News. Mit mir im Studio meine Lieblingskollegin Ruth Moschner. Wunderschönen guten Abend. Hallo Henry. Außerdem der Mann, auf dessen Kopf eben noch ein nordkoreanischer Raketentest durchgeführt wurde, Volker G. Schmitz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute war ein besonderer Tag für unser Land. Gerhard Schröder trank sich mit 4 Flaschen Bordeaux zum Frühstück ordentlich Mut an, trat vor den versammelten Bundestag und verkündete die frohe Botschaft, die Regierungserklärung. Spontan halbierte sich die Zahl der Arbeitslosen, der DAX stieg auf 10.000 Punkte und George Bush und Saddam Hussein fielen sich weinend in die Arme und flüsterten, I love you. Ja, so war das. Alles nur wegen der Regierungserklärung von Gerhard Schröder, dem Kanzler der Herzen. Kein Wunder, Gerd war exzellent vorbereitet. Das Wunder der Regierungserklärung, ein Bericht vom brennenden Dornbusch. Gestern 10 Uhr morgens. Der Kanzler kommt zur Arbeit. Aber was wollen die ganzen Reporter? Ist heute irgendwas Besonderes? Herr Schröder! Herr Schröder! Herr Schröder, ja, Herr Schröder, was sagen Sie denn morgen in der Regierungserklärung? Was? Ach so, ja. Die Regierungserklärung. Natürlich. Ach du Scheiße, die Regierungserklärung. Die hat Gerd doch glatt vergessen. Wie soll er bis morgen eine Regierungserklärung aus dem Hut zaubern? Von nun an geht er der Presse aus dem Weg und zieht sich in sein Büro zurück. Aber auch dort bietet sich ihm ein Bild des Schreckens. So kann er einfach nicht arbeiten. Gerd macht früher Feierabend und geht zu Fuß nach Hause. Aber auch dort kommt er nicht zur Ruhe. Doris hat gerade ihren Eisprung und fordert von ihrem Mann eine ordentliche Regierungserklärung. An Schlaf ist nicht zu denken. Gerd tut das einzig Richtige. Er ruft jemanden an, der sich mit sowas auskennt. Henry Gründler. Der weiß, wie man aus Scheiße Bonbons macht. Gerd, altes Haus. Na? Was? Regierungserklärung. Kein Problem. Pass auf. Aha. Okay, mach ich. Alles klar. Danke. Endlich weiß Gerd, was zu tun ist. Jetzt wird er es allen zeigen. Ladies and Gentlemen, die Regierungserklärung von und mit Gerhard Schröder! Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich sag mal, herzlich willkommen zu meiner Regierungserklärung. Die Themen. War ja klar, Edmund Stoiber kriegt keinen mehr hoch. Endlich. Arbeitslose begehen freiwillig Selbstmord. Und mit mir im Studio die Frau mit den beiden fetten Regierungserklärungen, Angela Merkel. Lustig, aber seien wir doch mal ehrlich, das Original ist lustiger. Danke, danke. Ich helfe, wo ich kann. Jeder in meiner Situation hätte so gehandelt. Es geht voran in Deutschland. In der Politik tut sich einiges. Der saarländische Ministerpräsident Peter Müller hat eine Debatte über härtere Strafen für Sextäter ausgelöst. Er will Sexverbrecher sogar kastrieren lassen. Ich finde das nicht so gut. Wie klingt das denn, wenn der Pfarrer auf einmal eine höhere Stimme hat als der Ministrant? Die SPD hat diesen Vorschlag schockiert zurückgewiesen. Kein Wunder, wenn man sich jetzt auch noch die Sexualtäter vergrault, wählt ja überhaupt keiner mehr den Schröder. Die Kurznachrichten mit der zum Glück nicht kastrierten Ruth Moschner. Danke, Henry. Wissenschaftler der Stanford-Universität haben in einer Studie nachweisen können, dass der Homo sapiens sich doch nicht mit dem Neandertaler gekreuzt hat. Dann ist Olli Kahn also doch nur eine üble Laune der Natur.
Wladimir Klitschko hat sich vor der ganzen Welt blamiert. Beim Kampf gegen Corey Sanders letzten Samstag krabbelte er durch den Ring wie eine russische Putzfrau. Doch Klitschko gibt nicht auf. Wenige Tage nach seiner K.O.-Niederlage will er zurück in den Ring kehren. Da müssen irgendwo noch seine Zähne rumliegen. Aber nicht nur Klitschko liegt am Boden, die deutschen Gemeinden müssen sparen. Die Steuereinnahmen sinken dramatisch. Jetzt hat die Finanzkrise auch den Kölner Zoo erreicht. Dort muss jetzt am Personal gespart werden. Man geht sogar so weit, die Stelle des Hausmeisters mit einem Pinguin zu besetzen. Der guckt den Arbeitskräften ganz genau auf die Finger, sehen Sie selbst. Mach das bloß richtig. Da oben ist doch Daumenkacke. Damit danach kein Dreck mehr zu sehen ist, Freundchen. Verstehst du? Jawohl, jetzt frisches Wasser. So, und jetzt unten und richtig nachwischen. Hallo, geht doch. So, und jetzt das nächste Fenster, komm. Mach voran hier, ich kenne euch Polen. Da muss man immer ein Auge drauf haben. Ich will nicht mehr spielen können, verstehst du? Deutschlands Ärzte schlagen Alarm. Unsere Kinder werden immer schlapper. Die körperliche Fitness nimmt dramatisch ab. Viele der heutigen Kids kriegen schon Muskelkater, wenn sie nach dem Stopfen der Haschpfeife noch ein Kondom abrollen sollen. Ganz Deutschland diskutiert derzeit darüber, ob die Aufklärungszeiten Bodycheck in der Zeitschrift Bravo zu schamlos sind. Mir geht es ehrlich gesagt auch ein bisschen zu weit. Da werden mittlerweile Sachen beschrieben, die würden nicht mal mehr katholische Geistliche machen. Die Bravo-Redaktion hat derweil ganz andere Probleme. Es wird immer schwieriger, Nacktfotos von 14-jährigen Mädchen zu finden, auf denen Lothar Matthäus nicht mit drauf ist. Hattest du schon mal ein Blind Date? Blind Date? Was ist das denn? Sowas wie der Red Nose Day mit Stevie Wonder und Corinna May? Was ist denn der Red Nose Day? Guckst du nicht ProSieben? Nee, warum auch? Aber zurück zum Thema. Blind Date, das ist ein Treffen mit einer oder einem Unbekannten. Für Menschen wie Volker die einzige Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Blind Date, ein Bericht für Volker G. Schmitz. Im Winter waren wieder viele Singles auf der Pirsch, um einen Partner fürs Leben zu finden. Doch so ein Lebensabschnittsgefährte fällt nicht einfach vom Himmel. Und er wird auch nicht auf Knien zu Ihnen angekrochen kommen. Also, wenn Sie nicht mehr alleine durchs Leben gehen wollen, dann müssen Sie auch mal was Neues ausprobieren. Zum Beispiel das Blind Date, das sich ja in diesem Jahr immer größerer Beliebtheit erfreut. Doch die erste Begegnung mit der Unbekannten will gut vorbereitet sein. Mundgeruch können Sie sich als Single nicht leisten. Versuchen Sie, den ekelhaften, pelzigen Geschmack im Mund also möglichst schnell loszuwerden. Legen Sie anschließend noch ordentlich Aftershave auf, das lieben Frauen. Ruhig mit ordentlich Moschus. Je schärfer und heißer das Aftershave, desto größer die Wirkung. Und wenn Sie überhaupt nicht wissen, was Sie zum ersten Treffen anziehen sollen, vertrauen Sie doch einfach darauf, dass Ihr Blind Date dieselben Interessen hat wie Sie. Ich bin Taucher. Bist du auch eine Wasserratte? Sehr witzig. Für Frauen gilt beim Blind Date eine goldene Regel. Seien Sie auf der Hut, denn viele Männer wollen nur das eine. Wer weiß schon, wie sich so ein erstes Treffen entwickelt. Seien Sie auf alles vorbereitet. Packen Sie lieber etwas mehr ein. Man kann nie wissen, wofür man es brauchen kann. Kurz gesagt, sicher ist sicher. Für den Mann gilt, seien Sie charmant, zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite und beweisen Sie Humor. Ich hab schon lange nicht so gelacht wie heute. Wenn Sie sich an diese Ratschläge halten, wird Ihr Blind Date bestimmt ein Erfolg. Und mit ein bisschen Glück können Sie so richtig schön einen wegstecken. Ja! Liebe ist was Schönes. Das merkten am Mittwoch sogar die Computerfreaks auf der CeBIT. Die Computermesse bekam hohen Besuch von Bundeskanzler Gerhard Schröder. Hat ja sonst nichts zu tun. Schröder war völlig begeistert von den neuen Fotohandys und überraschte alle mit einer Liebeserklärung der besonderen Art. Olli Kahn ist am letzten Freitag zum zweiten Mal Vater geworden. Und trotz aller Eheprobleme war er bei der Geburt von Sohn David dabei. Allerdings kam es im Kreißsaal zu einem gefährlichen Zwischenfall. Als die Hebamme ihm den Kleinen auf den Arm geben wollte, hat er ihn instinktiv weggefaustet. Olli Kahn, ein Mann der Tat. Wenn Deutschland von so einem triebgesteuerten Tier regiert würde, es würde uns allen besser gehen. Aber wir haben ja nur die Inkarnation der Sozialdemokratie, den fleischgewordenen Kompromiss, die konjunkturelle Erektionsstörung, Gerhard Schröder.
Und der versucht sich jetzt auch noch mit ganz billigen Tricks aus der Affäre zu ziehen. Wir leisten wie immer unseren Beitrag zur öffentlichen Aufklärung und haben Wulf Assolz losgeschickt. Er hat die Empörung der Bürger gewohnt sensibel eingefangen. Diese Woche war ja die Woche der Regierungserklärung. Ja. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat ja jetzt behauptet, Schuld an der ganzen Misere sei die Bundesregierung. Ja. Macht er sich das dadurch nicht ein bisschen einfach? Ja, in jedem Fall würde ich sagen. Wer ist in deinen Augen schuld an der Regierungsmisere? Ist das vielleicht dann eher die Regierung? Ja, würde ich sagen, ja. Aber nicht die Bundesregierung? Nee. Aber die Regierung ist schon daran schuld? Ja, ja, klar. Glauben Sie, dass die Menschen, die den Schröder damals gewählt haben, ernsthaft damit gerechnet haben, mal von der SPD regiert zu werden? Nee, glaube ich nicht. Nee, nee, auf keinen Fall. Die Menschen, die damals den Schröder gewählt haben, hätten die damit rechnen müssen, von der SPD regiert zu werden? Nee. Hätten sie nicht rechnen müssen, nee. Der Schröder erklärt ja die Regierung. Ja. Der Busch erklärt den Krieg. Ja. Wer erklärt den Löwenzahn? Ist das noch der Peter Lustig? Ja, das ist der amerikanische Präsident. Der erklärt jetzt Löwenzahn. Ja, sicher. Eine Frage zum Schluss. Wollen Sie mir jetzt noch einen blasen? Ja. Aus einer russischen Operette, ne? Oder mit dem Mund französisch. Alle zwei Wochen kriege ich so einen lustigen Brief von der GEZ. Und immer wollen sie Geld. Geld? Wofür? Na, für ARD und ZDF. Warum sollte man Gebühren zahlen für Vorabendserien, die von Werbung unterbrochen werden, für öde alte Spielfilme oder alte öde Moderatoren? Das gibt's auch alles umsonst bei Sat.1. Aber das Schlimmste ist natürlich die penetrante GEZ-Werbung. Sie soll uns dazu bewegen, Gebühren zu zahlen, aber bewirkt meistens das Gegenteil. Verbraucherministerin Renate Künast ist am Mittwoch nach London gereist. Nette Geste. Dann war Camilla Parker-Bowles ausnahmsweise mal nicht die hässlichste Frau auf der Insel. Britische Ärzte haben herausgefunden, dass eine stark fetthaltige Ernährung helfen kann, epileptische Anfälle bei Kindern zu lindern. Fettreich ernährte Kinder kriegen zwar immer noch Anfälle, aber sie können dabei nicht mehr umkippen. Volker, hast du dir eigentlich schon den Traum vom Eigenheim erfüllt? Ja, na klar. Gerade jetzt, wo es uns allen wirtschaftlich so gut geht. Alle meine Bekannten und Verwandten sind gerade am Bauen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Gott, wie komisch. Aber es gibt noch Hoffnung für den Traum vom Eigenheim. Ein Bericht von den Spice Girls. Wer hätte es nicht gerne? Ein kleines, bescheidenes Häuschen im Grünen. Aber wegen diesen 6 Flachpfeifen hier kann sich das ja kein Schwein mehr leisten. Doch wir raten Ihnen, geben Sie niemals auf. Auch wenn Sie denken, es geht nicht mehr weiter. Wenn es aussichtslos scheint, wenn Sie dastehen wie der Ochs vorm Berg und Sie immer wieder auf den Arsch fallen. Glauben Sie uns, Sie können das Unmögliche schaffen. Bauen Sie Ihr Traumhaus doch einfach selber. Denn das haben vor Ihnen schon ganz andere geschafft. Leihen Sie sich einfach von dem Nächstbesten ein bisschen Geld für die notwendigen Baumaterialien. Leihen Sie mir Geld? Ja, wofür denn? Ich will mir Farben kaufen für mein neues Haus. Ach so, ja dann. Mit diesem Startkapital können Sie nun im Baumarkt alles kaufen, was Sie für den Hausbau benötigen. Und schon kann der Grundstein für das neue Eigenheim gelegt werden. Mit viel Fleiß und harter Arbeit werden Sie recht bald den Rohbau fertig haben. Der Rest geht dann fast von alleine. Draußen eben schnell noch die Wände verputzen. Drinnen nur noch kurz drüber wischen. Und schließlich die Türen einhängen. Fertig ist das selbstgebaute Traumhaus am Rande der Stadt. Und es heißt auch für Sie, My Home is My Castle. Das Arbeitsamt Lübeck startete ein in Deutschland bislang einmaliges Projekt. Künftig sollen im Arbeitsamt regelmäßig Alkoholtests durchgeführt werden. Die Arbeitslosen sind begeistert und wollen jetzt wissen, wann finden die Alkoholtests statt und welche Sorten Alkohol werden ausgegeben. Einer neuen Studie zufolge macht Fernsehen Kinder aggressiv. Ach, das ist doch Blödsinn. Ich habe als Kind auch immer Fernsehen geschaut. Und? Bin ich etwa aggressiv, du Arschloch? Nein. Du Schwein, nennst mich aggressiv? Eine weitere Studie ergab, dass Feindseligkeit zum Herzinfarkt führen kann. Oh!
Danke, Volker. Henry, was fällt dir zum Thema Öl ein? Öl, Salat, Benzin, Autos, Fettaugen, schmierige Typen, Carsten Spengemann. Lass es mich mal anders formulieren. Was wäre, wenn wir kein Öl mehr hätten? Ah. Ja, dann gäbe es auf jeden Fall keine schmierigen Typen mehr wie den Spengemann. Und welche Probleme wir sonst noch hätten ohne Öl, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ein Bericht von Maria Schell, Esso Schlauch und Dea Carola Wied. Öl, einer der wichtigsten Rohstoffe unserer Zeit. Das weiß keiner besser als diese beiden Wachsnasen. Und haben Sie sich schon mal gefragt, worauf unsere Spaßgesellschaft verzichten müsste, wenn es kein Öl mehr gäbe? Richtig, das Auto müsste zu Hause stehen bleiben, denn ohne Öl gibt es auch kein Benzin. Was? Da wäre der Schumi arbeitslos. Allerdings, die sympathische Kerpener Litfaßsäule wäre dann ohne Job. Genau wie sein blonder Stiefbruder. Aber auch andere Promis wie Rainer Kallmund müssten das Auto stehen lassen. Oh ne, Sonnendriss, ich will nicht zu Fuß gehen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich will fahren. Wisst ihr was? Dann nehme ich halt das Auto meiner Frau. Ja, ohne Öl wären die Zeiten hart. Und zwar nicht nur für Kalli. So müssten sich dicke Kinder von ihrem Lieblingsessen verabschieden. Ich esse gerade meine letzte Pommes. Köln hieße ab sofort nur noch Kn. Anstatt Knöllchen gäbe es draußen nur noch Knchen. Und Hunde müssten wieder an der Leine gehen. Ey, was ist? Aber keine Panik, noch sind nicht alle Ölreserven aufgebraucht. Bis dahin raten wir Ihnen, verschwenden Sie das Öl, solange es noch geht. Lassen Sie es laufen, ja, immer feste drauf mit dem Zeug. Maßlosigkeit heißt ab sofort die Devise. Und wenn Sie es richtig krachen lassen, dann hat Ihre Umwelt auch noch was davon. Und nun die Woche aus der Sicht meines Chefredakteurs Volker G. Schmitz. Volker. Was tust du eigentlich gegen den Krieg? Oh, eine ganze Menge, Henry. Ich bin gestern nackt nach Grönland geflogen, habe 4 Paletten Dosenbier getrunken und 500 Friedenstauben ins ewige Eis gepinkelt. Ja, weltweit wird gegen den Krieg protestiert. In Deutschland zeigen sogar die Unternehmerflagge. Sie verteilen Transparente und verwandeln so ihre Massenentlassungen in Friedensdemos. Vorbildlich. In den USA dagegen ist man immer verärgerter über die feige Antikriegshaltung des alten Europa. In der Kantine im US-Repräsentantenhaus, kein Scherz, heißen die Pommes deshalb ab sofort nicht mehr French Fries, sondern Freedom Fries, also Freiheitsfritten. Außerdem wurde das Geschnetzelte umbenannt in Irak-Teller und die Restaurants in Chinatown servieren keine deutschen Schäferhunde mehr. Weiterhin hat Bush eine Geheimkommission eingesetzt, die sich schon mal überlegt, was nach dem Krieg in das UNO-Gebäude rein soll. Kennen Sie eigentlich den Lieblingssport von George Bush? Na? Entvölkerball. Ja. So, genug von Gewalt, Terror, Krieg. Kommen wir zu Gewalt, Terror, Eifersucht oder kurz Ehe. Wussten Sie, dass man nicht mehr nach Las Vegas fliegen muss, um spontan zu heiraten? Ab sofort kann man das auch im Supermarkt tun. Die Discount-Ramschkette Plus bietet eine komplette Hochzeitsfeier für nur 2.222 Euro an. Für 18 Personen, Essen, Trinken, Hochzeitskleidung und Torte inbegriffen. Ich weiß auch schon, wie das aussieht. Zuerst geht man zur Kassiererin. Also nehmen wir mal an, ich bin die Kassiererin. So. Und die Standesbeamtin in einer Person. Da, Frau Schmitz. So. Ja, natürlich haben Kassiererinnen bei Plus mehr Haare als ich, aber kein Problem. Dann haben wir gleich. Fehlt nur noch eins. Und das ist unser Brautpaar. Und jetzt geht alles ganz schnell. Liebes Brautpaar, wir haben uns heute hier an der Kasse versammelt. Entschuldigung, kann ich vor? Ich habe nur das Toastbrot. Gut, liebes Brautpaar, wir haben uns heute hier an der Kasse versammelt, weil Sie sich das Ja-Wort geben wollen. Naja, ist ja Ihre Privatangelegenheit, geht mir auch eigentlich nichts an. Gut, ich mach mal ein bisschen Stimmung hier. Willst du, Frau Müller, den anderen da lieben und ehren, bis dass der Toast euch scheidet? Und willst du, Herr Meier, die da andere da lieben und ehren? Dann antwortet beide bitte jetzt mit Ja.
So. Gut. Die Ehe ist mindestens haltbar. Bitte siehe Deckelrand. Sie können die Braut jetzt scannen und das macht zusammen 2.222 Euro. Nee, tut uns leid, keine Kreditkarten. Wir nehmen nur EC und Bar. Else! Storno an Kasse 3! Danke, Volker. Schön, dass es in unserer kalten, konsumfixierten Welt doch noch echte Gefühle gibt. Die Deutsche Telekom macht mit 24,6 Milliarden Euro Miesen den größten Firmenverlust, den je ein Unternehmen in Europa erwirtschaftet hat. Die meisten Aktionäre haben sich inzwischen mit ihrem DSL-Kabel aufgehängt und sind jetzt wenigstens online. Es wird immer wichtiger, sich schon früh mit neuen Technologien zu beschäftigen. Die CeBIT 2003 beweist, dass nicht nur die Technik immer kleiner wird, sondern auch die Kundschaft. Neu auf der CeBIT, Windows Baby XP. Das Betriebssystem, das kinderleicht zu bedienen ist. Auch praktisch ist das mobile Eishörnchen mit Vibrationsalarm. Aber der absolute Renner ist die Audiowindel von Sony. Sie beruhigt das Kind, wenn die Windel voll ist. Tja, die CeBIT 2003. Eine Hightech-Messe für Groß und Klein. Weiteren sensationellen Hightech-Wahnsinn präsentiert Ruth Moschner gleich im Anschluss an die Freitag-Nacht-News im großen Freitag-Nacht-News-Spezialmagazin. Freitag-Nacht-News-Spezial. Das Magazin gleich im Anschluss. Die Zukunft heißt Ruth Moschner. Deutschland sucht den Superstar hatten wir am letzten Wochenende eine würdige Verliererin. Die tapfere Juliet gönnte ihrem Konkurrenten Alex den Sieg von Herzen. Böse Zungen behaupten, dies sei alles nur gespielt. Angeblich kochte Juliet hinter ihrer Kartoffelnase vor Wut. Uns wurden Kindervideos zugespielt, die beweisen, dass Juliet schon immer eine gute Verliererin war. Hier sieht man die 5-jährige Juliet im weißen Kleid bei den Bundesjugendspielen in Stade. Ihr könnt mich alle mal! Jetzt ist es also wirklich passiert. Alexander Klafs aus Sendenhorst hat den Superstar-Titel nach Hause gebracht. Fantastisch. Jetzt erwartet ihn ein völlig neues Leben. Weiber ohne Ende, Männer ohne Höschen, schicke Hotels und schlechtes Koks. Andere möchtegern Superstars haben es schließlich vorgemacht. Zlatko, Jürgen, die Gewinnerische von Girls Camp und Margarete Schreinemakers leben erfolgreich diesen Traum vom Ex-Ruhm. Hier schon mal ein Vorgeschmack auf ein Leben am Puls der Zeit von unserem Reporter Dingenskirchen. Ein Superstar ist geboren. Alexander Klafs aus Sendenhorst bei Wibbelsburg an der Knatter. So sieht's da aus. Hier hat Alex seine Wurzeln. Hier hat er all seine duften Gesichtsausdrücke gelernt. Staunen Sie selbst und schämen Sie sich Ihrer Tränen nicht. Alexander. Er singt schön. Gute Texte, sieht gut aus. Was? Ja, finde ich. Ja. Und du singst immer noch deinen größten und einzigen Hit. Also Alex, alles wird gut. Auch für Juliet, denn die heiratet im Jahr 2020 den Thomas Stein aus der Jury. Herzlichen Glückwunsch schon jetzt. Doch am besten haben es Michelle Hunziker und Carsten Spengemann. Die moderieren weiter auf immer und ewig. Nur um Daniel Kübelböck darf man sich langsam ein bisschen Sorgen machen. Eine Langzeitstudie der Uni Heidelberg hat ergeben, dass Vegetarier länger leben als der Rest der Bevölkerung. Was allerdings auch diese Studie nicht klären kann, ist die Frage, wozu? Bis gleich.